Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Patrick Strantic von eurem Medomio-Team. Heute habe ich für dich wieder einen Interviewausschnitt aus dem chronischen Infektionskongress mit Sören Schumann und Dr. Hartmut Fischer rausgesucht. Sören Schumann ist ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und Autor. Dr. Hartmut Fischer, vielseitiger Wissenschaftler und Heilpraktiker, wandte sich nach über 10 Berufsjahren in der Pharma- und Lebensmittelindustrie der Naturheilkunde zu. Deine wissenschaftlich-therapeutischen Schwerpunkte sind natürliche Elemente und ihre kleinmolekularen biochemischen Verbindungen. Dabei nutzt er hochwirksame Behandlungskonzepte mit einfachen, gut verfügbaren und lange bewährten Substanzen. Im Interview mit Hartmut lernst du, warum DMSO ein Dachmittel ist und wie man dieses sowie weitere Bestandteile seines Gesundheitswerkzeugskasten bei chronischen Infektionen richtig anwendet. Dabei geht er ebenfalls auf effektive Oxidationsmittel und DMSO-Pflanzenauszüge ein. Im Interviewausschnitt sprechen beide darüber, wie DMSO so gut wie alle Therapiemethoden verstärkt und dem Körper hilft, dass andere Stoffe besser an ihr Ziel im Körper kommen. Es geht um unsere völlige unbegründete Angst vor Mikroorganismen wie Bakterien und Viren, die sich sowieso überall wiederfinden. Sterilisation schwächt auf Dauer das Immunsystem und ist nicht artgerecht. Neue spannende Videos gibt es mehrmals pro Woche. Abonnier den Kanal und so verpasst du nichts. Viel Spaß. Du bezeichnest das DMSO auch häufig als Dachmittel. Was kann sich jetzt der Zuschauer darunter vorstellen und ja, welchen Nutzen hat es? Ja, das ist tatsächlich eine Wortneuschöpfung, die entstanden ist, weil ich im Laufe der Jahre immer mehr erkannt habe, dass DMSO sich eben mit allen anderen Mitteln, mit allen anderen Therapiemethodiken, Therapieformen kombinieren lässt und jeweils diese anderen Therapiemethoden und Mittel besser zur Geltung kommen lässt. Also die, sagen wir mal, das Wirkergebnis dieser anderen Therapiemethoden verbessert. Und das heißt letztendlich, dass sich jetzt Ärzte oder Heilpraktiker, die das anwenden, oder auch Menschen zu Hause, die es als Hausmittel anwenden, die müssen sich gar nicht neu orientieren, sondern die wenden ihre bisherigen Hausmittel oder bewährten Therapiemethoden in ihrer Praxis an und kombinieren das DMSO dazu. Also das heißt, ja, Dachmittel als übergeordnetes Prinzip zu allen anderen Dingen, egal gleichgültig, ob das Akupunktur ist, Frequenzmedizin, manuelle Therapien oder wie gesagt auch Mittel, homöopathische Mittel, phytotherapeutische Mittel, andere Mittel und auch das, was wir die Schulmedizin nennen, verwendet DMSO ja seit langer Zeit als Kombination, um zum Beispiel die Dosierungen von Cortison oder von Schmerzmitteln, das sind zwei wichtige Gruppen aus den Arzneimitteln, um die Dosierung niedriger halten zu können, weil DMSO eben die Wirkung verbessert. Und deswegen Dachmittel, weil es in meinem Gesundheitswerkzeugkasten eben auch mit allen anderen Dingen, die da drin enthalten sind, allen anderen Mitteln gut kombinierbar ist. Ganz einfach ausgedrückt ist es so, dass das Problem von chronischen Infektionen ein Grundproblem ist, dass man da, wo Mikroorganismen sich aufhalten, Viren, Bakterien, Pilze auch, Einzeller, Parasiten, dass man da nicht gut hinkommt. Ja, also ein klassisches Beispiel ist, sagen wir mal, eine bakterielle Knochenentzündung. Da streckt die Schulmedizin die weiße Fahne hoch, ja, und die Naturheilkunde natürlich im Prinzip auch, das ist ganz klar, weil man eben nicht gut hinkommt und weil man dann irgendwelche exotischen Sondermethoden einsetzt, wie ein Loch in den Knochen bohren und da hinein ein antibiotisches Depot verbringen und solche Sachen, ja, die wir natürlich ja nicht besonders schätzen. Und da ist DMSO natürlich enorm hilfreich, auch bei dem Thema Borreliose, worum es ja, denke ich, heute auch geht, ist ja bekannt, dass die Erreger gute Taktiken haben, sich zu verstecken, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, wir wollen jetzt eine ganz einfache Sprache wählen. Und indem man DMSO dazu benutzt, das haben viele andere Therapeuten auch schon gesagt und ihre Erfahrungen damit kundgetan,
ist eben die Erreichbarkeit der Mikroorganismen besser gegeben durch die Mittel, die wir dann speziell einsetzen. In Naturheilkunde sind das beispielsweise sogenannte Oxidationsmittel. Der simpelste Fall, ich denke, das wird jeder kennen, ist zum Beispiel Ozon oder Wasserstoffperoxid. Das sind ganz klassische Oxidationsmittel, von denen bekannt ist, dass sie Mikroorganismen eben sehr schnell zerstören können. Und mit DMSO zusammen haben wir eben eine bessere Durchflutung des Körpers dieser Mittel. Wenn wir als Menschen, als höhere Wesen von Mikroorganismen geärgert werden, die sind ja sowieso immer vorhanden. Ja? Also alles ist immer überall vorhanden. Helicobacter, Herpesviren, also alles ist sowieso immer da. Und wenn ich manchmal Leute sehe, die Einkaufswägen mit irgendwelchen Desinfektionsmitteln die Griffe absprühen, bevor sie ihre Kinder da reinsetzen, dann kann ich mir den Bauch halten vor Lachen. Ja, das ist natürlich völlig entartet, ja, was da in den Köpfen der Leute rumschwirrt. Mhm. Also Mikroorganismen sind sowieso ständig überall. Wir können nicht unsere Wohnung oder unsere Umgebung auf Operationssaalniveau sterilisieren. Das ist völlig absurd. Und das heißt also, die Natur hat es so vorgesehen, dass wir uns in der Umgebung, die von Mikroorganismen besetzt ist, behaupten können, ja, dass wir da gut leben können. Das heißt, es sind natürlich alle Mechanismen uns mitgegeben, die dafür sorgen, dass diese Mikroorganismen nicht frech werden, auf uns nicht und in uns nicht. Wenn das der Fall ist, dann bedeutet es schlicht und einfach, dass ich von meinem Immunsystem her gesehen, aber vermutlich auch von meiner Psyche her gesehen, nicht in meiner Mitte bin. Das heißt, ich habe Schwäche oder wie man bei Raumschiff Enterprise sagen würde, das Schutzschild ist nicht hochgefahren. Ja? Mhm. Und das ist mir extrem wichtig, dass man das zunächst einmal sieht und versteht. Ja? Das heißt, das grundlegend beste Prinzip, um chronischen Infektionen zu begegnen, ist, Gutes für sich selbst zu tun. Mhm. Gutes zu tun für den eigenen Organismus, so dass er in seine Mitte kommt, in seine Vitalität und in seine Kraft, in seiner Kraft einfach sein kann. Dann werden Mikroorganismen nicht frech. Ja, das ist ganz klar. Und ich würde den Körper ja auch schwächen, wenn ich mich nur in einer sterilen Umgebung bewegen würde, richtig? Langfristig sowieso, das ist ganz klar. Das ist ja inzwischen alles bekannt, ja, diese Überhygienisierung und schon bei Kindern und so weiter. Das denke ich, dürfte sich rumgesprochen haben. Das Schöne ist jetzt, es gibt auch in Pflanzen Oxidationsmittel. Das Paradebeispiel ist der einjährige Beifuß mit seinem Wirkstoff Artemisinin. Das ist ein organisches Peroxid mit einer ungewöhnlichen Stabilität, also eine herausragende Substanz, ein Wunder der Natur, wie ich gerne sage, wenn man sich den Molekülbau anschaut. Das heißt, wir haben jetzt mit dem einjährigen Beifuß eben auch die Möglichkeit, eine große Reichweite im Körper zu erzielen. Und das wurde immer wieder eindrücklich gezeigt, sogar eben an Patienten, die Malaria-Resistenzen entwickelt hatten, wie zuverlässig dort dieses organische Peroxid wirkt. Und du hast gerade verschiedene Möglichkeiten angesprochen. Bei dem einjährigen Beifuß zum Beispiel gibt es als Tee, als Tinktur. Ich glaube, es gibt sogar Infusionen damit. Was sagst du oder was ist aus deiner Erfahrung so am effektivsten? Oder? Ja, naja, was soll ich schon sagen? Wir kombinieren es mit DMSO. Ja. Selbstverständlich. Also, das haben wir ja am Anfang ganz kurz angedeutet, oder ich besser gesagt. Mhm. Wenn es um Pflanzen geht, um Heilpflanzen geht, dann nutzen wir DMSO als wunderbares Auszugsmittel. Das heißt, es wird dann kein Alkohol mehr benutzt oder auch nicht Glycerin oder auch nicht Wundbenzin, was ja auch ein sehr gutes Auszugsmittel ist für Kräuter und Co., sondern wir nehmen eben DMSO und
Und mit diesem Auszugsmittel, mit dieser Flüssigkeit erreichen wir eben das größtmögliche Spektrum an Inhaltsstoffen, die aus der Pflanze in die flüssige Phase übergehen. Diejenigen Menschen, die ich als Phytotherapie-Spezialisten bezeichnen würde, die sagen mir, dass eigentlich eine Kombination aus diesen beiden Pflanzen, also einjähriger Beifuß und wilde Karde, sehr erfolgversprechend ist in der Therapie, in der Anwendung, weil die Wirkstoffe der wilden Karde, sagen wir mal die Erreger, die sich im Blut, in der Blutbahn befinden, sehr gut erreichen, während eben Artemisia annua mit diesem stabilen organischen Peroxid eben auch dann Erreger erreicht, die, wie wir gern sagen, sich verstecken, also die diese spezielle Strategie fahren, in den Zellen sich aufhalten oder in anderen Verteilungsräumen sich aufhalten. Und dann wahrscheinlich auch gegen, jetzt bei den Borrelien gibt es ja verschiedenste Formen, einmal die Spirochetenform und dann auch diese Kugelform zum Beispiel. Und es könnte also möglich sein, dass selbst dann auch diese Kugelform, diese inaktive Form dadurch, ja, erreicht werden kann. Ja. Okay. Und auch jetzt nochmal, das DMSO hätte jetzt nicht nur den Vorteil, dass es mehr rauslöst, sondern auch, wenn ich quasi, wenn das mit der Pflanze verbunden ist, dass es das auch besser dorthin bringt, was wir ja schon am Anfang gesagt haben, an die Stellen. Richtig, ja. Ich sage dazu immer, DMSO ist ein Kanalöffner. Wichtig dabei ist, wenn man dieses Bild jetzt vor Augen hat, Kanalöffner, in beide Richtungen, also und auch in jedem Sinne. Ja, DMSO öffnet die Kanäle der Pflanze, in Anführungsstrichen, sodass die Wirkstoffe alle herauskommen in die Lösung. Wenn ich dann mit diesem Auszug in den Körper gehe, dann öffnet DMSO im Körper auch die Kanäle, sodass die Wirkstoffe hinein können. Zu den Oxidationsmitteln ist mir noch eingefallen, ich habe letztens von der Info gelesen, dass sogar körpereigene Immunzellen das in gewissen geringen Dosierungen sogar selber herstellen können, was ja auch dann irgendwie Sinn machen könnte, warum es so effektiv wirken kann. Ja, ja, das ist das, was man nutzt. Also Wasserstoffperoxid ist durchaus auch eine Natursubstanz, wie DMSO auch. Ja, auch die Bienen produzieren Wasserstoffperoxid, den man dann auch im Honig nachweisen kann, beispielsweise unsere weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, insbesondere die Phagozyten, können Wasserstoffperoxid herstellen, weil wenn diese Zellen zum Beispiel ein Bakterium, sagen wir, aufgefressen haben, also phagozytiert haben, wie der Fachbegriff heißt, dann ist ja das Bakterium erstmal drin in der Immunzelle, aber deswegen ist es ja noch nicht kaputt. Ne? Mhm. Und wenn es dann dort drinnen nicht kaputt gemacht werden würde, dann könnte es ja auch Zellveränderungen oder nochmal eine Vermehrung und so weiter in dem Phagozyt hervorrufen. Also es ist ganz wichtig, dass diese Zellen intern dann Wasserstoffperoxid produzieren können, um eben genauso wie wir das mit Wasserstoffperoxid in der Flasche auch machen, das Bakterium zu zerstören. Und dieses Prinzip nutzt man beispielsweise auch bei der hochdosierten Vitamin-C-Therapie. Ja, wenn man also Vitamin C mehr als 15 Gramm pro Infusion verabreicht, dann führt das letztendlich dazu, dass die eigenen Zellen Wasserstoffperoxid oder mehr Wasserstoffperoxid produzieren. Das ist das gleiche Grundprinzip, das man immer wieder findet in der Anwendung. Das war's mit dem heutigen Video. Hoffentlich hat es dir genauso gut gefallen wie mir und konnte offene Fragen beantworten und für Klarheit sorgen. Willst du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem YouTube-Kanal findest du viele weitere spannende Videos. Vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlasse uns gern auch Kommentare und teile deine Erfahrung mit Infektionen. Wie ist deine Geschichte? Welche Erfahrungen hast du mit Infektionen gemacht? Wie hast du sie behandelt? Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video.